geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Teams sind bereit, Schiedsrichter auch. Partie beginnt. Gütersloh in grün von rechts nach links. Ein komplett in rot in die andere Richtung. Das war dann eben für Trainer Daniel Berlinski zu wenig. Tankulic das erste Mal mit dem Abschluss Richtung Tor. Dantas leitet weiter. Buckmeier. Wieder Dantas. Ball kommt vors Tor. Freiberger versucht es da ganz frech mit der Hacke, aber zu wenig Power dahinter. Aber Gütersloh zeigt, dass sie hier früh in Führung gehen wollen. Laufduell auf der rechten Bahn. Ball vors Tor! Und Markus Esko einen Schritt zu spät. Sonst steht es hier 1-0. Und Kontergelegenheit über Tankulic. Guter Ball raus. Abschlusschance. Auf Esko. Und wieder Esko. Der ist so fix da außen. Kaum zu halten. Aber wieder keiner, der den Abschluss findet. Schauerte setzt gut nach. Und dann gibt's den Elfmeter nach dem Einsteigen von Exocé Anzuana. Das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Da war die Grätsche auf jeden Fall da. Ja, den Ball trifft er nicht und den Mann trotzdem genug. Dann ist die Entscheidung irgendwie richtig, auch wenn es sehr weit außen ist und sehr nah an der Torauslinie. Aber die Grätsche muss er sich einfach sparen. Und Buchmeier bleibt cool. 1-0 für den FC Gütersloh. Ganz trocken, ganz abgezockt. In die Nähe des linken oberen Winkels. Und wenig Chance dann für Robin Brüsecke, den Ball zu entschärfen. Zwei Schritte Anlauf und dann mit Wucht links oben reingeknallt. Selten hat es dazu geführt, dass man das Spiel noch irgendwie drehen konnte. Foul eigentlich, Vorteil läuft an Suana. Trifft den Ball aber nicht richtig. Tankulic setzt hier nach, behauptet sich Usun. Malt mit dem Abschluss. Svetkovic aber im Abseits. Dann sind es auch immer wieder zu viele von diesen kleinen Stockfehlern und Fehlpässen. Das behindert natürlich den eigenen Spielaufbau. Lennart Rolf wird geschickt. Kriegt den Ball vors Tor. Und Abschlussmöglichkeit. Buckmeier verpasst den Kasten aber diesmal. Ist dann auch so ein bisschen den Kopf schon hängen, ehrlich gesagt. Und jetzt Freiberger, frei vom Tor, 2-0, FC Gütersloh beantwortet die kurze Phase der Unruhe mit dem zweiten Treffer der heutigen Partie. Und Freiberger klärt dann auch die Frage nach dem Topscorer in seinem Team. Dritter Saisontreffer für den Stürmer, der da nicht viel Raum braucht. Der Ball hoppelt ein bisschen, trotzdem mit dem ersten Kontakt direkt in die lange Ecke weitergeleitet und dann keine Chance für Brüsecke. Während dieser Saison erst das dritte Mal. Und Kuruk scheitert daran, diese weiße Weste zu besudeln. Ball landet irgendwie bei Kuruk. Der erste Kontakt ist noch sehr gut. Der Abschluss aber
Dann schwierig im Fallen, legt er den Ball am Kasten vorbei. Aber mental, da scheitert es momentan. Freiberger nochmal. Vielleicht ein Konter. Kandic wird geschickt und schließt nochmal ab. Aber trifft nur den Pfosten. Das wäre nochmal der Deckel auf diesem Spiel gewesen. Schöne Situation da. Kandic aus vollem Lauf. Macht er eigentlich richtig, richtig gut. Hat dann ein bisschen Pech. Und auch Jonas Fischbach hat genug gesehen und pfeift diese Partie ab. 2:0 gewinnt der FC Gütersloh im Heimspiel gegen Rot-Weiß Aalen. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Ja, Playlist gibt's hier. Mega! Habt ihr noch andere Videos, irgendwie irgendwas Cooles? Ja, letzte coole Video gibt's hier. Ach da, ja klar. Ja. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Ja. Abo können wir da. Da ist es. Danke, Marcel.